Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Unboxing. Es ist wieder Pistolenzeit und zwar haben wir für euch die First Strike FSC hier auf dem Tisch liegen. Das ist das ganze Stück, die aktuell kompakteste MacFat Paintball Pistole weltweit. So sieht das Ganze in der Verpackung aus, wenn das zu euch nach Hause kommt. Und ja, was das Ganze kann, das zeigen wir euch jetzt. So, hier haben wir die First Strike FSC Pistole. Das ist die Verpackung des Ganzen. Relativ kompakt. Hinten ein paar Produktinformationen. Vorne einfach nur das große First Strike Logo. Wir schauen jetzt mal rein, was es da so im Lieferumfang enthalten. Also, wir haben zuallererst First Strike FSC Betriebsanleitung. Alle Informationen zum Markierer. Wir haben eine kleine Information zum Magazin, Federwechsel, Einstellungen, Kapselinstallation und so weiter. Eine große Tüte mit ein paar Teilen. Da ist drin ein First Strike Laufsocken für die Sicherheit, wie immer. Wir haben etwas Öl, auch in so einer Einwegtube. Da sollte man sich vielleicht mal zusätzlich eine wiederverschließbare kleine Öltube besorgen. Wir haben drei 4-6-Kantschlüssel. Verschiedene Größen. Dann haben wir noch so zwei kleine Dichtungen, die gehören zum Bolzensystem. Das sind so die, die am schnellsten verschleißen könnten. Damit ist der Zubehörlieferumfang erstmal abgeschlossen. Das, was man so alles braucht, um den Markierer ein bisschen in Stand zu halten, zu warten, zu ölen und natürlich die Sicherheit und die Produktinformationen. So, was haben wir noch? Wir haben zwei Federsätze, die sind für das Magazin. Hintergrund ist, je nachdem, welche Munition man verwendet, braucht man eine andere Federspannung. First Strikes brauchen etwas mehr Federspannung als normale Roundballs. Wenn ihr in einem Roundball-Magazin zu starke Federn habt, dann kann es sein, dass ihr euch die drückt. Hintergrund ist, Roundballs haben eine Gelatineschale. Das heißt, wenn die ein bisschen Feuchtigkeit kriegen oder auch Wärme, dann wird die Schale ein bisschen weicher. Dementsprechend kann es sein, dass die Bälle zu viel Druck kriegen, sich deswegen verformen. Ein First Strike ist aus einem Polymer, das ist ein Kunststoff. Der ist stabil in der Form, egal was für ein Wetter. Das heißt, der kann ein bisschen mehr Druck ab. Außerdem ist der ist halt nicht rund wie ein Ball, sondern der ist ja so ein bisschen flügelförmig geformt. Der kann eher mal verkanten, deswegen braucht er ein bisschen mehr Kraft von der Feder im Magazin, um vernünftig und sauber nach oben gefördert zu werden. Das nur mal so als Informationsrand. So, dann haben wir hier drinnen noch den FSC Markierer, die Pistole mit einem Magazin. Dazu kommt ein zweites Magazin. So, was haben wir noch? Kleine Infokarte von der Firma First Strike und ein Trockensäckchen, das ist zu vernachlässigen. Das war soweit erstmal der Inhalt. Dann schauen wir uns jetzt mal kurz den Markierer an. Also, wie schon gesagt, ein Magazin ist immer drin. Das Besondere, hier ist eine Kapsel integriert, das ist eine 8 Gramm Kapsel, nicht 12 Gramm. Die meisten Markierer nutzen diese etwas größeren 12 Gramm Kapseln. Das hier ist eine 8 Gramm Kapsel, ist ein Sonderformat, ist wirklich nur bei der FSC zu finden. Dementsprechend, wenn ihr da Zubehör bestellt, ganz wichtig, die passenden Kapseln 8 Gramm. So, das Ganze ist First Strike fähig. Hier kann man an der Seite so einen Schieber runterziehen, den kann man hier unten arretieren, kann man das einhaken hier, kann First Strike Munition nachladen oder auch Roundballs, dann den Schnapper wieder lösen. Beziehungsweise das würde auch passieren, wenn das Ganze ins Magazin eingeführt wird, dann löst der Schnapper automatisch aus. Würde man, können das auch einmal testen, dann hört man das auch. Wir arretieren das hier unten einmal. Und wenn wir das dann einführen, hört man, dass das Magazin durchlädt. Jetzt ist es im Prinzip wieder entspannt und gibt erst dann den Drucker frei. In diese Magazine passen 6 Schuss First Strike Munition oder Roundballs. Das heißt also, ihr habt werkseitig 12 Schuss am Mann. Einmal 6 Schuss in der Waffe, einmal 6 Schuss noch an der Seite dabei. Das Schöne daran ist, ihr habt in jedem Magazin ja die Kapsel enthalten. Das heißt, ihr füllt danach einfach nur wieder auf und könnt gleich weiter schießen. Ihr braucht also nicht darauf achten, ob die Kapsel in der Waffe irgendwie mal irgendwann leer ist, so wie das zum Beispiel bei der TBX der Fall ist, sondern ihr habt wirklich in jedem Magazin grundsätzlich immer das eigene Treibmittel dabei. Das heißt, aus so einer Kapsel könnt ihr ungefähr 2 Magazine machen. Wenn ihr das einmal leer geschossen habt, könnt ihr es von Hand nochmal nachfüllen und könnt es nochmal verschießen. Das ist auch so mal eine ganz wichtige Information. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben hier eine Abzugssicherung. In dem Fall ist der Markierer jetzt gesichert. Das ist hier dieser kleine Knopf. Hier können wir das Ganze wieder freigeben. Jetzt können wir wieder abdrücken, einmal wieder reindrücken, das Ganze wieder gesichert. Wir haben einen Lauf mit einem Schnellverschluss, um den zu lösen, Magazin raus, den Lauf einmal nach innen reindrücken und dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Ein sehr kurzer Lauf, weil das Bolzensystem schon bis hier im Markierer drin sitzt. Die Paintballs werden hier vorne gefördert, gehen hier in den Lauf und werden dann verschossen. Das Ganze hat wie bei First Strike üblich so einen Bajonettverschluss, also sprich, es wird geführt, einmal gedreht und arretiert damit. Die Ball Detents sind im Lauf mit integriert und das Ganze natürlich First Strike fähig ausgefräst. Ist also auch relativ einfach zu reinigen. Hier ein Tuch durchziehen oder einen Laufreiniger. Dann nehmt ihr euch die Waffe, packt das Ganze wieder rein, einmal drehen, zack, und das Ganze sitzt wieder fest und dann könnt ihr weiterspielen. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal gucken, was braucht man für den Markierer noch an Zubehör, was gibt es an Farbvarianten überhaupt von der Pistole und ja, was braucht ihr alles noch, um mit dem Markierer jetzt wirklich aufs Feld zu gehen und erstmal loszulegen. Bis gleich. So, jetzt haben wir euch hier mal kurz zur Präsentation der Farbauswahl alle verfügbaren Modelle aufgelegt. Einmal Hintergrund ist, normalerweise gibt es den Markierer in Schwarz, in
Schwarz-Tann relativ selten und in Schwarz-Silber. Sonderedition ist dieses Bronze-Tann, das gibt es auch relativ selten. Exklusiv bei uns gibt es diese beiden Farben, Silber-Tann und Bronze-Schwarz. Das soweit nochmal zur Info und zum Überblick, welche Farbvarianten da möglich sind. Also ihr könnt das Ganze bei uns in 6 Farben bestellen. Jetzt gucken wir uns nochmal das Zubehör an. Dazu bauen wir nochmal um. Bis gleich. So, weiter geht's mit dem Zubehör zu First Strike FSC. Wie gesagt, das ist die Pistole serienmäßig. Hier noch ein bisschen was ihr braucht, um den Markierer auf dem Feld einsetzen zu können. Also ihr könnt damit, wie gesagt, First Strikes und Roundballs verschießen. Auf Nahdistanz macht auch ein Roundball, ein MacFed Paintball Sinn. Wichtig, nehmt da eine harte Paint. Ansonsten natürlich werkseitig First Strike Paint. Sehr präzise. Anderthalbfache Geschwindigkeit vom Ball, doppelte Reichweite. Damit könnt ihr selbst mit so einem kurzläufigen Markierer 60, 70, 80 Meter relativ genau schießen. Dementsprechend auch da eine Empfehlung natürlich seitens des Herstellers und auch von uns. Der Markierer läuft damit einfach am besten. Also wenn ihr wirklich eine gute Munition haben wollt, mit der ihr richtig gut schießen könnt, dann First Strike Munition verwenden mit dem Markierer. Wie gesagt, für ein Backup im Gebäude auf kurze Distanz, 15 Meter, da tut es natürlich auch ein Roundball, ein ganz normaler harter MacFedball. Ansonsten hatten wir vorhin schon angesprochen, CO2-Kapseln. 8 Gramm, hier nochmal zu sehen, das ist das kleine Format, also da ist wirklich ein Unterschied. Legen wir euch jetzt hier gleich noch einmal auf den Tisch im Vergleich zu den 12 Gramm Kapseln, damit ihr das einmal von der Größe abgleichen könnt. Also wirklich darauf achten, ihr braucht immer die kleinen CO2-Kapseln in 8 Gramm. Gibt es im 10er-Pack in der größeren Kiste, also 50 Stück glaube ich, 10 Stück, immer so die Verkaufseinheit. Also könnt ihr wirklich auch noch kleine Mengen bekommen. Ersatzmagazine, die hatten wir eben schon, gibt es in Tann und in Schwarz. Je nachdem, welche Farbe das Griffstück eurer Waffe hat, könnt ihr das entsprechend also auch anpassen. Da ist interessant, da ja jedes Magazin die CO2-Versorgung integriert hat, könnt ihr praktisch so viele Magazine mitführen, wie ihr wollt. Also ihr habt immer nur die entsprechenden 6 Schuss im Magazin, aber ihr könntet 10 Magazine drin haben, habt in jedem eine CO2-Kapsel und tauscht einfach nach und nach durch. Ihr könnt immer weiter schießen, es gibt keinen Stopp. Sondern solange die CO2-Kapsel im Magazin voll ist, einfach neues Magazin rein und direkt weiter. Das heißt, was die Anzahl der Magazine angeht, ist euch bei dem Markierer theoretisch kein Limit gesetzt. Wir empfehlen für so eine Sidearm-Pistole mindestens 2 Magazine. Das ist natürlich schon im Lieferumfang enthalten. Man kann dann hoch auf 3, 4, 5 Magazine gehen. Je nachdem, wo man sich im Gelände bewegt, ist man mehr im CQB oder im Häuserbereich unterwegs, macht es Sinn, mehr Magazine mitzuführen. Wenn ihr natürlich sagt, ich bin eher auf dem großen Feld unterwegs und ich brauche die Waffe vielleicht 1, 2 Mal am Tag, aber so ein Big Game, dann reichen die mitgelieferten 2 Magazine, dann braucht ihr euch da eigentlich nicht extra noch was besorgen. Ansonsten gibt es für den Markierer natürlich auch Standardzubehör wie Holster und diesen ganzen Kram. Das findet ihr bei uns im Zubehör. Das haben wir jetzt hier nicht mit aufgelegt, weil diese Sachen sind eigentlich selbstverständlich. Also ein Waffenholster kriegt ihr natürlich für den Markierer auch. Letztes Zubehör, was vielleicht noch Sinn macht, Tuninglauf. Haben wir hier auch wieder was von der Firma Labco. Ich hole ihn hier einmal raus. Ist auch wieder Standardlauf, sehr kurz gehalten. Hintergrund ist hier, das Ganze hat Züge und Felder, also sprich, der hat einen Drall drin. Könnt den Markierer damit nochmal präziser machen. Dementsprechend das so ein kleines Zubehör, was auf jeden Fall nochmal Sinn macht für den Markierer, um da noch ein bisschen Leistung rauszukitzeln. Das wäre jetzt erstmal das Zubehör zur First Strike FSC Pistole. Ihr habt gesehen, welche Farbvarianten wir haben. Ihr habt gesehen, was so benötigt wird, damit man Markierer auf dem Feld einsetzen kann, was im Lieferumfang enthalten ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann gebt uns gerne Bescheid. Schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an oder schaut im Onlineshop vorbei. Da findet ihr auch weitere Informationen zum Produkt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen Unboxing-Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.